So, willkommen zurück. Ja, welche Panzer nehmen wir denn heute? Nehmen wir doch mal nochmal den Patton, mit dem wir gerade so übelst kassiert haben. Machen da noch so ein Zusatzding rein. Also, sobald ich den Patton nehme, ne? Ich weiß nicht, kennt ihr das so? Es gibt so in eurer Garage so bestimmte Panzer. Sobald ihr diese Panzer spielen wollt, bekommt ihr die größten Noobs in euer Team. Und bei mir ist das der Patton. Also, sobald ich das Ding nehme, kriege ich die absoluten Bots in meinem Team. Das heißt, ich verliere meistens so 15 zu 2, 15 zu 1, irgendwie so. Ich kann euch auch nicht sagen, warum. Naja, gut, ich probiere mal mein Glück. Ich habe ja eine große Sichtweite. Wer schreibt da was? Reported useless bot, aber wer denn? Kennst du, Hauptsache, der haut irgend so einen Satz raus, wo du gar nicht weißt, wen meint er denn jetzt mit Bot. Alles klar, ich bin schon auf. Ja, das meinte ich damit, ne? Skoda schon mal tot. Spiel hat angefangen. Neuner Autoloader direkt mal tot. Ich krieg nur Bots in mein Team, ne? Das ist, ich kann machen, was ich will. Also, sobald ich Patton spiele, geht das Botten los in meinem Team. Das ist ein Phänomen, sondergleichen. Ja, bewegt euch doch da drüben, meine Fresse.
Total die useless Runde hier mit dem Patten. Naja. Naja, naja, naja. Naja. Ich weiß nicht, irgendwie mit dem Patten. Also entweder habe ich solche Runden oder solche Runden, wo ich aufs Maul kriege. So richtig gute Runden habe ich mit dem selten. An sich, der schießt schnell und relativ genau und so, aber... Oh, ich habe noch ein, zwei Blindshots getroffen. Okay. Naja. Gut, T110 E3. Guck mal, was da geht. Da machen wir auch mal was rein. Den Ansetzer, wa? Den machen wir da rein. Den Super-Ansetzer oder was? Dann cookie-lookin wir mal, was da so geht. Jetzt kommen natürlich 50 Artis und eine offene Map mit 10.000 Mediums, ne? Das ist immer mein Schicksal. Ja, wusste ich's doch. Okay, keine Artis, ja. Das geht ja noch dann. Das kann man ja dann mal machen. Ja, Spiel fängt an, alles fährt nach links. Also das sieht schon wieder voll nach einem Loose aus, also ganz ehrlich. Das ist, diese Map haben die Leute immer noch nicht kapiert. Da, hier, diese Fläche da drüben gewinnt das Spiel, die rechte Flanke auf der Map. Und alles, wirklich alles fährt gerade nach links. M41 GF. WTF, Alter, was willst du denn auf der Heavy-Linie bitte? Erzähl mir das. So, ich habe 13,6 Sekunden Reload mit dem Super-Ansetzer. Ich habe ja hier auch Waffenbrüder und Ansetzer ganz normal drauf. Also lässt sich schon mal sehen. 13,6 ist schon ordentlich. Ja. Natürlich die weichen Panzer von uns da an der Front, die kassieren gerade ordentlich auf die Fresse. Die haben ja auch dort eigentlich nichts zu suchen, ne? Da wo sie sind eigentlich. Das ist totaler Nonsens, dass die überhaupt da drüben hingefahren sind. Gut, aber eine IS-7 ist schon mal tot. Dann... Oh. Na gut, dann... Also... Guck mal, pass auf, jetzt kommt es natürlich drauf an, wenn die da hinfahren, es drauf haben, ja, da sagt er auch am Ende keiner was. Aber wenn man als weicher Panzer oder als Badgett dahin fährt, rumgammelt und dann nur auf die Fresse kriegt, so, ich meine, jetzt wo die IS-7 tot ist, so, da muss ich sagen, hat sich gelohnt. Aber ist ja oftmals so, da fahren die ganzen Scouts und Mates dahin, verkacken das Spiel, sterben, ja, und dann hast du so einfach nur verloren. Deswegen kann ich das nur gutheißen, wenn die denn auch mal was hinkriegen. Ja, das ging ja flott, hör mal.
Tja, super Runde, ey. Kaum Damage bis jetzt, weil unsere Spieler so gut sind, dass sie schon alles aufgeraucht haben, bevor ich ankomme. Aber gut, ich bin eh nicht so auf Damage geil, von daher gewonnen ist gewonnen. Aber spannend ist anders, ne? Sowieso. Das Matchmaking wäre geil, wenn das angepasst werden würde, dass gleichberechtigte Teams wären. Das heißt, nicht die kompletten Noobs in einem Team und die kompletten Profis im anderen Team, weil da kommt halt sowas bei raus, ne? Null Spannung in der Geschichte drin. Hast einfach instant gewonnen. Ja gut, ein paar Panzer sind noch da, aber ich denke mal, der Drops ist hier schon längst gelutscht. Vor allem mit so einem langsamen Panzer, ne, da kommt's ja auch zu nichts. Ja, Löwe, ne? Ja, Löwe, genau. Genau, so macht. Nee, jetzt kannst du, darfst du gar nichts mehr. Okay, Löwe, machen wir das halt so. Alles klar. Nee, also. Stellt sich halt. Schiebt mich halt zur Seite und ich kann auch gar nichts mehr schießen, weißt du. Ich kann ja nur noch Reste abmelken. Lol. Nee, du, also T110E3 muss ich noch eine Runde, weil das war ja mal nix. Das war ja mal nix. Das war ja mal gar nix. Das war ja nix. Ja, nee, das war nix. Das machen wir nochmal. T110E3, da müssen ganz andere Runden her. So. Ah ja, ich hab für die Leute, die nur richtig geile Replays sehen wollen, ne? Ihr müsst mal auf meinen Kanal und dann auf die Playlists. Und da ist eine Playlist, die heißt Only Best Replays. Irgendwie so. Also Only Best. Da sind nur die besten, also wo ich Großkaliber mache oder spiele, sag ich mal, Carrier so, was weiß ich, 7, 8, 9 Kills aufwärts. Irgendwie sowas, ne? Also geht mal auf den Replay-Ordner Only Best Replays. Da seht ihr nur richtig gute Replays. Hier, sowas ist einfach, ne, so ein bisschen quatschen, ein bisschen Let's Playen und Standardgefechte so, aber, ne, für die Leute, die dann halt nur speziell gute Sachen sehen wollen, habe ich eine eigene Playlist gemacht, von daher wäre cool, wenn ihr da mal reinschaut. Jetzt. Ja, Arti, ja, genau, nimm Anlauf und ramm mich, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee und du stell dich AFK hier hin. Du, das fährt alles darüber, also denke ich mal, mache ich hier mal Base Death, weil das bringt ja nichts. Sonst haben wir da Eisstraße, ruckzuck, alles platt und das bringt ja null. Komm, beweg dich, Kollege. Ach ja, übrigens. Bevor ich es vergesse. Obwohl, das mache ich in so einem anderen speziellen Video. Unsere Arti ist tot. Das war auch übrigens die Arti, die mich gerammt hat. Ne? Da hast du direkt am Anfang gesehen, was das für ein Mensch ist.
kann man mit so einer Arti so komisch umgehen, ey? Ich verstehe das nicht. Rammt am Anfang mich und dann fährt er so irgendwie, dass der dann direkt rausgenommen wird. Total seltsamer Mensch. Oh ja, der hat gesessen, Kollege. Unser Team lässt sich gerade richtig schön auseinanderpflücken. Isu, du hast hier an der Front nichts zu suchen, du bist butterweich. Wenn der jetzt da runterfährt, ne, kriege ich die Krise meines Lebens. Und er fährt runter, oh mein Gott. Siehst du, Isu ist an dem gebounced. Warum? Weil er schießt keine AE. Also diese normale AP-Munition auf den TDs ist manchmal so tricky. Du schießt den Leuten in die Ketten und so Scherze. Ja, Isu, fahr halt weg, weil die Arti zerfetzt dich gleich, Kollege. Mann, zu früh geschossen, Alter. Zu früh geschossen. Aber du hast keine Zeit. Wenn du da zu lange wartest, ist er da hinter der Ecke verschwunden. Jetzt aber. Jetzt aber, Kollege. Ne, das bringt nichts, wir müssen zurück. Bringt nichts. Der Leo 1 von uns muss jetzt mal Gas geben und die Gegner-Artis rausholen. Und wir müssen Base dafür fahren. Das wird doch mal hier eine spannende Runde. Geh doch mal die Artis killen, Kollege. Hallo hier. Du Arti töten. Da, tschüss. Nehmen wir
wir mal Isu. Den kann man nicht in Zug nehmen, weil der das abgestellt hat. Aber unsere Arti kann den eher in 100 One-Shotten. So, den haben wir ja schon runtergeschossen. Cap, Leo, Cappen, Cappen. Ne, Leo rafft's nicht. Geh doch mal cappen, Junge. Oh Gott, der Leo rafft's nicht, Alter. Geh mal cappen hier. Gott, die Gegner sind zu langsam. Geh doch mal cappen. Ja, jetzt ist zu spät, Mann. Hättest du mal vor einer halben Minute gekappt, dann wäre das in Ordnung. Jetzt, Alter, jetzt kommen sie um die Ecke, weil du schon so lange rumgegammelt hast. Mann, da kriegst du halt nur noch auf die Fresse, Mann. Was ist denn mit dem Isu, Alter? Warum kommt er nicht? Das war so klar. Das war so klar, Alter. Das war so klar. Das war so klar, Junge. Alter Leo, Mann, bist du ein Noob, Alter. Wir hätten das Ding schon längst gewonnen, hättest du mal einfach mal gekämpft. Ja, Arti, bestimmt. Schieß halt auf mich, weißt du? Schieß halt auf mich. Du geiler Typ, du. Lol, wo ist mein Schuss hin, Alter? Geht doch! Da haben wir unsere spannende Runde. Dann können wir auch mal das Ding uploaden, Mann. Was ist denn los hier, Mensch? Oh ja. Großkaliber, Stahlwand, Verteidiger. Läuft! 4800 Schaden, 4 Kills. Mann, Leo, Alter. Warum hast du nicht einfach mal... Oh, 9600er. Oh, läuft bei dir, läuft bei dir, läuft! Der Mäuseken! WZ. Oh, der Gegner hatte ein, zwei sehr gute Spieler. Oh Gott, der E100. Da machst du nix, ne? Da machst du nix. So, Jungs, ich würde sagen, alle Links, die unten in der Beschreibung sind, alle mal einmal anklicken, bitte mindestens, ne? Abonniert auch meinen Kraftsportkanal Akko the Persian Killer, heiße ich dort. Wie gesagt, Links in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Ciao, Kakao!